Hallo Klickenabendler, wir sind immer noch bei Ravensburger, neben ist die Franziska, hi. Hi. Wir haben auch was Neues für Kinder, in diesem Fall Hokus Pokus Flippibus. Okay, genau. Ich wollte mich nicht versprechen. Um was geht's denn da? Also, wir sind Zauberlehrlinge vom Professor Bluberio Flippibus und wir versuchen Zaubertränke zu brauen. Und unser Ziel ist es, 3 Zaubertränke richtig zu brauen und dann sind wir der neue Zaubertrankenmeister. Okay. Und wir tun das, indem wir spielen also alle gleichzeitig. Es wird ein bisschen ein Gewusel. Wir drehen die oberste Karte um und haben dann hier Zutaten drauf, die wir sammeln müssen. Mhm. Indem wir den Zauberstab nehmen und unseren kleinen Kessel und die Zutaten aus dem Kessel rausflippen Och Gottchen. Und die auffangen. Das sah jetzt einfacher aus, als es ist wahrscheinlich. Es ist eigentlich, je öfter man spielt, umso einfacher ist es. Also es ist wirklich, es hat eine steile Lernkurve und es ist eher ein Geschicklichkeitsspiel. Also mir macht es viel Spaß. Ich spiele es auch zu Hause. Wo ist der Trick? Du drückst da drauf? Also man geht quasi von der Mitte aus nach außen und dann springt das so. Also, ich versuche das gerade mal mit der rechten Hand hier. Es ist nicht einfach, aber umso öfter man es macht. Ah ja, okay, ja, genau. Okay. Also umso öfter man es macht, umso einfacher ist es. Wenn ich dann alle Zutaten habe, rufe ich Flippibus und Wird überprüft, ob du die richtigen hast. Richtig, dann wird überprüft, ob ich die richtigen habe und dann ist die Runde vorbei. Und wenn jemand 3 Zaubertränke richtig gebraut hat, hat er gewonnen. Okay, genau. Das war dann die Neuheit. Aktuell schon fertig produziert, schon so im Handel demnächst? Ab 1. März. Ab 1. März. Ja. Okay. Im Hintergrund sieht man es schon, es geht um Nüsse. Das Spiel heißt? Nuss voraus. Und ist für Familien oder Kinder? Ist für Kinder ab 4 Jahren spielbar, mit einer Variante ab 5 Jahren. Okay. Das Spielmaterial liegt hier vor uns aus. Wir haben ein Eichhörnchen und es sieht so aus, als wäre das elektronisch. Genau, das ist richtig. Zur Verstärkung des Tons haben wir jetzt hier ein Kabel dran. Normalerweise gibt es das nicht. Mhm. Es geht um Herbert, das Eichhörnchen. Herbert hat hier irgendwo Nüsse versteckt und jetzt findet er die leider nicht mehr wieder. Er hat es vergessen. Ja, genau. Deswegen sind jetzt die Kinder dran und müssen ihm helfen. Und sie können Herbert bewegen, indem sie den Würfel rollen. So, das wäre jetzt schon eine spezielle Variante, nämlich der Stern. Das heißt, Herbert dürfte irgendwo hingestellt werden und da graben. Wenn ich jetzt beispielsweise eine 2 würfel, 2 Felder weit. Genau, dürfte Herbert sich egal in welche Richtung bewegen. Wenn ich jetzt vermute, hier ist eine Nuss versteckt, drücke ich hier drauf. Jetzt gräbt Herbert. Aha, Herbert hat eine Nuss gefunden. Dann gibt das einen Punkt für denjenigen, der die Nuss findet. Genau. Das sieht nach RFID-Technik aus oder sowas in der Art. Wahrscheinlich ist da ein Chip drin. Genau, ist ein Hall-Sensor drin und der erkennt eben magnetisch, ob da sich eine Nuss versteckt oder nicht. Genau. Okay. Dann gibt es noch die Variante, dass man eine goldene Nuss finden kann. Wenn ich die bekomme, bekomme ich auch einen Punkt und zusätzlich die goldene Nuss aus der Mitte als einen Extrapunkt. Okay. Genau. Und das spielt man, bis alle Nüsse gefunden sind, beziehungsweise bis alles aufgedeckt ist? Man spielt so lange, bis ein Spieler 4 Punkte hat. Mhm. Genau. Und dann kann man es von neuem spielen. Okay. Und hier sind wahrscheinlich Batterien drin, schätze ich mal. Genau, ist eine Knopfzelle drin. Die kann man dann aufschrauben und auswechseln. Okay. Ab wann ist das Spiel im Handel? Ab September. Dann kommen wir jetzt zu einem weiteren Kinderspiel, Familienspiel, in diesem Fall im Piratenspielsektor. Das Spiel heißt? Das Spiel heißt Aye Aye Captain. Und man kann es ab 4 Jahren spielen. Dabei gibt es 3 Spielmodi, wobei bei dem ersten Spielmodus es darum geht, die Häufchen von den Vögeln, die Kackhäufchen, schneller einzusammeln als das Auge, die unter Deck stoßt, weil okay. Da unten will keiner Kackhäufchen. Mhm. Genau. Einsammeln darf man, wenn man die gleiche Farbe wie der Würfel aufsammelt. Hier wäre es jetzt falsch, also darf ich nicht einsammeln. Ah, man muss ja auch noch die Farben dann merken, okay. Genau, und das passiert kooperativ, also das Team zusammen versucht schneller, die Häufchen einzusammeln, als sie unter Deck landen. Damit kann man auch den Schwierigkeitsgrad anpassen. Wenn man die Möwen dann rauszieht, dann sind 4, okay. Ja. Je nachdem, genau. Dann gibt es noch weitere Spielmodi, die funktionieren gegeneinander. Beim zweiten braucht man keinen Würfel. Hierbei geht es darum, wie in Memory sich die Farben zu merken. Ich sage beispielsweise rot, ist richtig, dann darf ich ihn behalten. Und das geht reihum, wer die meisten Häufchen sammelt, gewinnt. Mhm. Beim dritten Spielmodus darf man gleich einsammeln wie im ersten Spielmodus, also je nachdem, welche Farbe der Würfel zeigt. Nur diesmal geht es darum, zu realisieren, wann eine Farbe aus dem Spiel ist. Beispielsweise blau ist nicht mehr drin und ich würfel blau. Genau, dann
Ja, würfeln tut man nie. Würfeln tut immer das Auge. Ach so. Ah, okay. Ja, okay. Genau. Mhm. Und wenn ich sage, blau ist aus dem Spiel, nehme ich das Auge und schreie, aye, aye, Captain. In dem Moment wird dann nachgeprüft, ob er recht hat. Natürlich stimmt es jetzt nicht. Aber falls ich recht habe, kriege ich einen Gewinnchip. Und wer zuerst zwei Gewinnchips hat, hat gewonnen. Jede Farbe ist zwei- oder dreimal drin wahrscheinlich? Dreimal, genau. Dreimal drin. Gut. Das ist das Spiel Aye Aye Captain, da sehen wir auch schon das Cover. Ab wann ist das im Handel? Ab September 2019. Dann vielen lieben Dank für die Vorstellung. Gerne.